auch, Hassania. Maja, hast du mich erschreckt? Musst du nicht beim Bestäubungsunterricht sein? Ja, schon. Aber schau doch mal, was ich hier entdeckt habe. Ist das nicht ein wunderschönes Blümelein? Und wie der Pollen schmeckt, Maja. Oh, der schmeckt wirklich toll, Willi. Wie Gänseblümchenpollen gemischt mit Veilchenpollen. Ist das nicht fantastisch, Maja? Die hab ich entdeckt. Die habe ich noch nie auf der Wiese gesehen. Komm, das müssen wir Frau Cassandra erzählen. Maja, nein, dann muss ich doch zum Unterricht. Maja, warte, nicht so schnell. Damit neue Blumen wachsen können, muss die ganze Wiese zusammenarbeiten. Wir Bienen machen den Anfang. Wenn ihr von Blüte zu Blüte fliegt, vermischt ihr dabei die Pollen. Das heißt Bestäubung. Willi, hast du gehört? Was? Bestäubung. Wir kommen gerade von so einem Bestäubungspicknick. Dabei haben wir eine neue Blume entdeckt. Eine neue Blume? Ja, sie ist rot und lila. Und vorne werden die Blätter weiß. Und ihr Pollen schmeckt ganz toll. Oh ja, da wollen wir auch hin. Unbedingt. Oh nein, ich habe sie entdeckt. Also gehört sie mir. Und wenn ihr sie schon bestäubt habt, dann wird es bald noch mehr Blumen davon geben. Und die gehören an uns. Nix da. Ich habe sie vermehrt, dann gehören die neuen Blumen auch mir. So was. Sie gehören der Wiese, denn die lässt sie wachsen. Und wenn wir eine neue Blume wachsen lassen, gehört sie dann nur uns? Ihr wollt eine Blume pflanzen? Das ist nicht Sache der Bienen, aber versucht es. Doch, das ist eine Menge Arbeit, Willi. Dann sind wir die ersten Blumenpflanzbienen. Die beiden hatten natürlich keine Ahnung, wie das geht. Aber zum Glück haben sie ja mich. Hallo Maja, hallo Willi. Hallo Flip. Ist die Blume nicht wunderschön, Flip? Also, wir wollen noch mehr davon pflanzen. Nun, dann braucht ihr ihren Samen. Mal schauen und... Na bitte, wer sagt's denn? Wunderschöne Akeleisamen. Aus jedem Samen wächst eine neue Blume. Ihr müsst sie in die Erde stecken und sie bewässern. Und dann müsst ihr warten. Und wie lange? Tja, ein paar Tage bestimmt. Eine schöne Blume braucht Zeit. In die Erde stecken, Wasser drauf und warten? Das ist ja sumpchen einfach. Von wegen viel Arbeit, da hat aber jemand gar keine Ahnung. Ich kann's kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Blume wächst. Hier ist die Erde schön weich. Das wird den Samen bestimmt gefallen. Und wie machen wir die Löcher? Warte,